Was geht und herzlich willkommen zur 14. Episode FIFA 16 Level Up. Und ihr habt es ja letztens richtig gefeiert, die letzte Folge liegt jetzt schon 2 Wochen zurück. Es kam jetzt echt wegen der ganzen Team of the Year Zeit und so länger nicht Level Up. Aber wenn ihr Level Up in nächster Zeit wieder öfter sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall über 2500 Likes freuen. Und ja, ihr durftet in der letzten Episode den letzten Spieler bzw. das letzte Spielerpaar euch aussuchen. Das werden wir jetzt natürlich jede Episode so machen. Also guckt die Folge auf jeden Fall bis zum Ende, denn dort könnt ihr euch dann zwischen den Spielerpaaren entscheiden. Ihr habt euch bei den letzten 2 Spielerpaaren für Paar 1 entschieden. Für Depay für unser normales Team und Lacazette Inform für unser Inform-Team. Das andere Paar war ja Pjanic Inform und Willian hier für unser normales Team. Auf jeden Fall habt ihr euch für das erste Paar entschieden und deswegen kommt natürlich auch direkt Depay rein. Da ist er auch direkt, der kommt natürlich hier auf die linke Seite und dann natürlich noch in unser Inform-Team. Das wird auch immer besser und besser. Ihr seht es schon. Kommt Lacazette natürlich hier an den Start. Vorne in den Sturm. So sieht dann bislang unser Inform-Team aus. Sieht richtig nice aus. Ich hoffe doch mal, dass wir dieses Team, diese Episode noch richtig gut verstärken können. Und ich denke mal, in den nächsten 2-3 Episoden sollten wir dann auch endlich anfangen, mit diesem Inform-Team zu spielen. Falls ihr noch Coins braucht für irgendwelche geilen Informs, checkt mal meinen Sponsor MMOGR ab. Ihr unterstützt mich natürlich damit. Ich bin euch da sehr, sehr dankbar. Und dann würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel. Los! Geht's. Und dann geht's auch direkt los ins erste Spiel gegen diesen Gegner. Liga BBVA Team, ich glaube, ein komplettes mit 2 Non-Rush-Spielern. Ich weiß auch nicht, was sie da machen. Ein richtig geiles Team, aber sonst, sein Sturm ist auch nicht schlecht mit Jackson Martinez, Isco und natürlich noch Griezmann. Also es sieht echt nicht schlecht aus, aber ich denke mal, unser Team ist mittlerweile so gut, dass wir das eigentlich packen müssten. Oh, jetzt wird es das erste Mal gefährlich, Alter. Die Kleinsten hier im... Och, Mann, oh Mann, im Duell die Kleinsten. Piatti gegen Isco. Was für Piatti gegen Isco? Isco hat das Tor gemacht. Piatti gegen Jesus Navas. Aber das hat er gut gemacht, gut rüber gespielt. Da stand er echt richtig frei, Isco. Komm, Rojo, wir spielen nochmal auf Santi Gasola. Oh nein, Außenpfosten. Er denn hier? Komm, Costa. Komm, 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 bitte, Sturridge. Was war das für eine Parade, ey? Diego Alves. Oh, komm, komm, komm. Lauf da vorne in die Mitte. Die Flanke kommt gut. Ich habe das im Gefühl, die kommt gut. Boah, dieser Torwart. Ey, dieser Diego Alves. Das geht gar nicht mehr. Wie hat er den wieder fast rausgeholt? Es wäre echt eine richtig abnormale Parade. Aber okay. Was soll's? Der Ball ist doch da noch reingekullert. Der ist, glaube ich, sogar noch in die Latte gegangen. Ich weiß nicht, wie der immer so unhaltbare Bälle hält. Aber komm, komm, komm. Doch, oh nein. Lass dich doch bitte nicht faulen. Costa. Scheiße, Mann, der Typ ist einfach so ungelenkig, aber der macht das trotzdem mit dem 2:1. Oh mein Gott, was war das für ein Schuss? Diego Costa, eigentlich echt übertrieben ungelenkig, aber das hat er richtig gut gemacht. Einfach irgendwie da durchgelaufen, ich weiß auch nicht wie. Und da kann Diego Alves auch nichts machen. Nein, komm, Jungs, nicht vor der Halbzeit. 2:2, ey, das ist echt wieder, schon wieder Piatti. Der Typ macht hier sein 2. Tor. Das war auch wieder ganz kacke von mir gemacht. Den kann man besser verteidigen. Hopp, 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 hopp. Torwart. Nein, nein. Och, Mann, ey. Das gibt es echt nicht. Der Gegner hat so viel Glück, ne? Sein scheiß Torwart hält alles. Und Begovic macht hier einen Fehler. Okay, das war der erste Fehler, den er gemacht hat. Aber trotzdem. Der musste den voll umgrätschen. Er hatte echt, wir hatten so viele Chancen. Nein, wenn er jetzt das Tor macht, dann ist es vorbei. Ey, das ist echt, es ist übel unverdient. Das war's, 4:2 verloren, es war echt so bitter. Ich zeige euch die Statistik, ey, wir haben doppelt so viele Schüsse wie er. Er hatte einfach wirklich nur so ein Glück, dass er Diego Alves drin hatte. Guckt euch das an. 15 Schüsse hatten wir, er hatte 7, aber kann man nichts machen, ey. Diego Alves hat alles da rausgeholt. Naja, es gibt also nach langem mal wieder ein Downgrade. Ey, das ist jetzt echt richtig viele Episoden schon gar nicht mehr gekommen. Aber es muss natürlich auch mal wieder sein. Ein Downgrade um 2 gibt es auf jeden Fall. Okay, das ist das erste Downgrade-Episode. Ramirez muss uns verlassen. Wir brauchen einfach mal ein bisschen hier ein paar defensiv stärkere Spieler. Deswegen Fellaini. Irgendwie hat Ramirez mir in der letzten Folge gar nicht gefallen. Deswegen muss er jetzt mal raus. Und ich hoffe mal, mit Fellaini können wir vielleicht das ein oder andere Kopfballtor erzielen. Wäre vielleicht mal ganz praktisch. Vorne irgendwie nach einer Ecke oder so. Und dann starten wir ins zweite und letzte Spiel. Los geht's. Und das ist der zweite Gegner für heute mit einem Silberteam, ey. Wie lange habe ich das nicht mehr gesehen? Komplettes Silberteam, ich weiß gar nicht. Ich glaube, alle
aus der Barclays Premier League oder aus der zweiten englischen Liga. Ne, aus der zweiten englischen Liga müsste das sein, genau. Hat ein paar ganz geile Spieler, ey, vor allem ein paar geile, schnelle Spieler, aber sonst sieht das Team auf jeden Fall schlagbar aus. Komm, Fellaini, dafür habe ich dich geholt. Ja, Mann, endlich. Das war stark gemacht und den Pass wollte ich eigentlich gar nicht spielen, aber wir haben Glück und ich nutze die Chance nicht. Ah, Sturridge, komm jetzt bitte, ey, du musst jetzt mal hier dein Tempo auspacken und die Flanke, die kommt gut. Die Flanke kommt gut auf, oh, das gibt es nicht. Ey, den Ball kann man gar nicht halten. Was ist mit den Torhütern los von unseren Gegnern hier? Scheiße, ey, wenn ich jetzt das... Na, das... Ey, das gibt es echt nicht. Was ist hier heute los, Mann? Der gegnerische Torwart hält alles wieder. Alles. Und dann kommt ein Schuss bei uns aufs Tor und ich dachte, der spielt den rüber. Dann wäre der auch safe drin gewesen. Dann schießt er den drauf und Begovic lässt den rein von da. Bitte, Depay, komm. Du musst es machen. Du musst es endlich machen. 1:1, ey, nach 20 Torchancen oder so. Endlich. Das erste Tor, das gibt es nicht, was diese Torhüter hier heute halten von den Gegnern. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, als wenn. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Hol dir den. Özil, bitte. Komm, Özil, mach ihn, mach ihn. 2:1, ey, so leicht ist es. So leicht geht das, ey. Ich konnte gerade echt kaum kommentieren. Ich muss mich echt gerade konzentrieren, weil der irgendwie immer Glück hat und einer dazwischen kommt. Was hier auch gerade wieder los war, ne? Aber das war mal ein richtig starker Schuss von Özil. Dann steht es 2:1, endlich. Nein, nein, komm, Torwart, jawohl, das müsste es doch gewesen sein, Ref, 5 ab. Und dann haben wir das Spiel hier gewonnen, 2:1 geht es aus. Ey, wir haben das echt nur in den letzten Minuten gedreht. Ich zeige euch wieder die Statistik, ey, das war wie im letzten Spiel. Der Gegner hatte wieder 3, 4, 5, 6 Torchancen oder so, ich wieder 20 oder so, 14 nur, okay. Naja, das Spiel ging sogar, gegen Ende habe ich natürlich echt nicht mehr so viel hinbekommen, muss man ehrlich sagen. Also die 2 Tore gegen Ende kamen wirklich nur durch Glück zustande. Am Anfang habe ich echt Druck gemacht und da kam kein Tor zustande und dann irgendwie so Glückstore wieder. Na egal, wir haben 2:1 gewonnen. Das heißt, es gibt ein Upgrade um 5 Punkte. Ich werde jetzt gleich natürlich 2 Spielerpaare aussuchen, die insgesamt ein Upgrade um 5 Punkte haben. Ein Spieler für unser normales Team und ein Spieler für unser Inform-Team. Und ihr könnt dann einfach in die Kommentare schreiben, welches Paar ihr sehen wollt. Aber das werde ich euch gleich noch erzählen. Okay, ihr seht unten eingeblendet die 2 Spielerpaare. Ihr könnt euch, wie gesagt, jetzt entscheiden. Schreibt einfach Spielerpaar 1 oder Paar 2 in die Kommentare. Oder halt die Namen, die ihr sehen wollt. Und zwar, Spielerpaar 1 seht ihr zusammen für unser normales Team. Einmal Willian fürs rechte Mittelfeld und für unser Inform-Team Koscielny. Und das zweite Spielerpaar ist einmal Mangala für unser normales Team und für unser Inform-Team fürs zentrale Mittelfeld Bolasie. Das sind die beiden Spielerpaare, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren abstimmen würdet. Lasst wie gesagt ein Like da, ich würde mich freuen über 2500 Likes. Checkt MMOG-App für günstige Coins und checkt natürlich auch alle meinen Instagram-Account ab. Link ist in der Videobeschreibung, ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Das war's, wir sehen uns dann morgen wieder, macht's gut und ciao.